Wie ist der Umsatz? Gut. Break-Even schon erreicht? Ja. Ich nehme vier. Vier, alles klar. Mit Schuss, ohne Schuss? Zwei mit, zwei ohne, bitte. Zwei mit. Was ist der Schuss? Der Schuss ist Amaretto. Amaretto, wunderbar. Falls Sie kalten Glühwein haben wollen, in der Kiste ist noch ein bisschen Glühwein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu der, ich weiß nicht, wievielten Vorlesung. Gelandet hier bin ich zufällig, weil ich den Job bekommen habe vor 6 Jahren. Es war ein sehr schöner Herbst, sehr sonnig, sehr auch ziemlich kalt. Die ersten Erinnerungen sind auch an die Studenten. Also ich weiß noch ziemlich genau, wen ich damals in der Vorlesung hatte, in welchem Raum ich war. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl. Aber ich werde nie vergessen, wie ich mit einem türkischstämmigen Studenten vor 1,5 Jahren sprach. Und er sagte, ja, Ihnen passiert nichts, aber wenn Sie nicht so rumlaufen würden mit dem Anzug, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, ich war in Bulgarien nach 90er fremd. Meine ganze Generation, glaube ich, wusste nicht, was sie will. Aber wir wussten, was wir nicht wollen. Und das war das Alte, das Kommunistische, das Sozialistische. Und Ökonomie erschien so als Studium, so als eine Art Gegenprodukt. Auch eine Art Kompromiss, weil eigentlich wollte ich Geschichte studieren. Aber in Bulgarien heißt es ja immer, man soll was Vernünftiges machen. Und ich bin dann zum Studium nach Hamburg gekommen. Sprachlich kein Problem. In allem anderen große bis existenzielle Probleme, weil wir natürlich alle kein Geld hatten. Deswegen steht dieser alte Fernseher da oben, weil es irgendwie das erste Geld war. Was könnte diese violette Fläche sein? Heute beneide ich Leute, die diese Freiheit haben, die innere Freiheit, tatsächlich zu sagen, ich stehe 100% zu meinem Interesse. Die Freiheit hatten wir innerlich nicht. Im Wesentlichen geht es darum, was die beiden Marktseiten, Konsumenten, Produzenten oder Anbieter, Nachfrager, egal wie sie sie nennen, was die beiden Marktseiten vom Markt haben. Drum geht er zur Bank und sagt, ey Leute, gebt mir bitte einen Kredit. BWL, wie das Fach hier heißt, wird häufig von Studenten studiert, denen nichts anderes eingefallen ist. Die kommen ganz häufig aus der Umgebung von Zwickau oder aus Zwickau direkt, sind sehr regional verwurzelt, kommen häufig aus nicht-akademischen Haushalten, also sind ganz häufig die Ersten, die in der Familie studiert haben. Und die Theoriefeindlichkeit, die einige haben, muss man erstmal denen aberziehen. Vielleicht nochmal auf die deutsche Frage zu kommen. Es war wirklich ein interessanter Punkt, als Sie sagten, es ist tatsächlich eine Mentalitätenfrage. Ja, also seit ich in Zwickau bin, stoße ich immer auf eine absolute Mauer, wenn es darum geht, dass sie Schulden aufnehmen sollen. Und sei es nur 1.000 Euro, um damit ins Ausland zu gehen. Und ich fand es ganz interessant, dass Sie sagten, so etwas kann sich zwar ändern, aber es ändert sich eigentlich ziemlich zäh. Ich habe nie meine Aufgabe darin gesehen, aus den Menschen liberaler zu machen. Ich habe keinerlei Überlegenheitsanspruch. Eigentlich finde ich das umso interessanter, dass die Leute nicht meine Meinung nachplappern, sondern eigentlich eine eigene Position vertreten. Ich versuche einfach zu gucken, warum. Warum findet er das mit den Flüchtlingen doof? Vielleicht bin ich so ein Globalisierungsfan. Vielleicht, weil ich diese Wurzel, die die haben, eben nicht haben. Ja, also der Stolz, Sachse zu sein. Die politische Historie von Thüringen, Meißen und Sachsen. Welche der sächsische Patriot aus den bewährten Nachrichten in 11 Stücken der studierenden Jugend in möglichster Kürze aufrichtig erzählt? Das ist etwas, was wir eben damals nicht hatten. Ja, also der neue bulgarische Nationalismus ist mir komplett fremd. Ich bin immer noch der Meinung, ich kann nicht stolz darauf sein, Bulgare zu sein. Oder man kann nicht stolz darauf sein, Sachse zu sein. Das versuche ich denen auch irgendwie immer darzustellen. Man kann nicht stolz sein auf das Erzgebirge. Das Erzgebirge gab es immer schon. Das hat nichts mit der eigenen Person, mit den eigenen Leistungen oder mit dem zu tun, was man ändern kann in der Welt. Und das hat man ja, glaube ich, auch im Wahlkampf gemerkt, dass die Leute gesagt haben, hey, wir wollen mal irgendwie was Neues haben. Auch die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe im Moment, ist, dass die FDP irgendwie versucht ist, so ein bisschen in eine populistische Richtung ein bisschen abzudriften. Und ich hatte die Tage sogar ein Gespräch mit meiner AfD-Nachbarin, die
sag mal, das war cool. Dann dachte ich so, ist nicht so gut, ja. Ich hasse Grenzen. Ich hasse Grenzen schon aus Kindheitstagen. Meine ersten Auslandserfahrungen waren mit dem Bus aus Sofia nach Wien, wo man in der Nacht an der serbisch-ungarischen Grenze irgendwie mit Hunden aus dem Bus rausgejagt wurde. Deswegen war es extrem entlastend, als man selber dann in einem grenzenlosen Raum plötzlich da war. Und es ist umso belastender, dass dieser grenzenlose Raum nicht mehr ganz so grenzenlos ist, wie er es vor 3 Jahren war. Haben Sie dazu Fragen? Ich glaube, man findet zu seiner Freiheit mit der Zeit. Und ich glaube, ich bin freier, als ich vor 10 Jahren war. Bis demnächst. Tschüss. Manchmal ärgere ich mich über Sachen, die ich glaube, dass ich sie aus Zwängen tue. Und nicht, weil ich das so will. Und da beneide ich wiederum meine Studenten, weil ich glaube, manchmal empfinde ich die freier, als ich es bin.